So, und es gibt natürlich auch einen regen Austausch hier unter den Trainern, die ihr habt. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass Felix Kozlowski, der jetzt die erste Mannschaft trainiert und gleichzeitig auch Bundestrainer ist der Frauen, dass der hier mal durchläuft und auch mal guckt und ihr euch dann natürlich immer wieder mal austauscht und immer wieder neue Ideen auch mal diskutiert, oder? Ja, das passiert sehr oft. Wir haben ein großes Trainerteam hier, weil wir haben ja viele Mannschaften, inklusive auch noch den erste Bundesliga-Mannschaft. Wir versuchen, sag mal, einmal pro Monat einen Abend zusammen über Volleyball zu sprechen. Und das läuft dann oft lang, weil Trainer reden gerne. Aber dann nehmen wir so ein, zwei Techniken raus, die wir gemeinsam besprechen, diskutieren und auch gucken, wie wir die Anforderungen, die in erster Liga oder in Nazio gestellt werden, runterbrechen können und ausbilden können im Nachwuchsbereich. Ja. Ich bin ja jetzt ein paar Tage hier und hospitiere, ihr habt die eine oder andere Videokamera dabei und merke, wie viel Entgegenkommen eigentlich von eurer Seite hier ist. Ne? Wie ist das mit anderen Trainern, wenn andere Trainer hier mal zuschauen möchten? Im Prinzip sind Trainer immer willkommen, um vorbeizukommen, zu gucken, zu hospitieren. Es passt natürlich nicht immer, aber im Prinzip sind alle willkommen, um vorbeizukommen und zu gucken. Sicher im Nachwuchsbereich, in die erste Liga, muss man das vorher wirklich gut absprechen. Ja, obwohl auch für mich war es kein Problem. Ne? Also das ist, man hat es vorher abgesprochen, ja, aber ich habe wirklich sehr viel Offenheit und sehr viel Entgegenkommen hier erlebt. Das finde ich prima. Ja, wir sind dafür, die Informationen soll geteilt werden und wir versuchen auch, so viel wie möglich von unserem Wissen zur Verfügung zu stellen, um vielleicht andere weiterzuhelfen, weil am Ende geht es nur um eine Sache und das ist das Produkt Volleyball in Deutschland und das versuchen wir auf ein höheres Niveau zu ziehen. Ganz genau und deshalb rufen wir einfach mal alle Trainer auf, die zu Hause sitzen, ja, die sollen einfach mal bei ihrem nächstgelegenen Stützpunkt, bei den nächstgelegenen höheren klassischen Mannschaften, was auch immer da in der Nähe ist, geht da mal hin, sprecht mal mit den Trainern vor Ort und hospitiert da mal, da kann man viel bei lernen, das kann ich aus eigener Erfahrung wirklich so sagen.